So, jetzt herzlich willkommen zur heutigen Online-Veranstaltung im Rahmen der Wochen gegen Rassismus. Unsere Taktveranstaltung Rassismus in Tübingen, Entwicklungen, Engagement und Visionen. Ich freue mich sehr, dass ihr und Sie alle hier seid, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Besonders freue ich mich auf die Podiumsgäste und danke euch, dass ihr hier heute dabei seid. An Bilal Yusufzen, Selina Tiabi und Nzinga Santiago. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf den Austausch. Mein Name ist Josephine Jackson. Ich bin Mitarbeiterin bei ADIS. Und meine Rolle heute ist, dass ich moderieren werde. Und Björn übernimmt, wie gesagt, die Technik und unterstützt mich in der Moderation. In der Ausschreibung wurde gesagt, dass mein Kollege Andreas Feuzig heute dabei ist, aber aus privaten Gründen kann er nicht dabei sein und dankenswerterweise ist Björn eingesprungen, aber liebe Grüße auch von meinem Kollegen Andreas Feuzig. Genau, also als erstes würde ich sehr gerne erstmal mehr über euch erfahren. Aber vielleicht, Björn, hast du auch noch Lust, dich vorzustellen, bevor wir dann mit den Podiumsgästen starten? Wer du bist, weil du bist ja nicht nur Technik-Fachmensch. Ja, vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Björn Scherer, ich arbeite auch bei ADIS, gerade in zwei Projekten, im Clever-IQ-Projekt und im Projekt Faire Integration MIRA. In dem MIRA-Projekt machen wir arbeitsrechtliche Beratung für Geflüchtete und Drittstaatsangehörige und in dem Clever-Projekt beraten wir Institutionen zu diskriminierungskritischen Fragen und machen auch Seminare für verschiedene Institutionen, Kommunen, Arbeitgebende, Jobcenter, Agenturen, auch an der Uni sind wir teilweise und genau, vielleicht so viel zu mir. Ich freue mich auf den Tag. Ja, genau. Und bevor ihr euch gleich vorstellen dürft, noch ein, zwei Worte zu dem Projekt überhaupt. Für diejenigen, die TAKT noch nicht kennen, TAKT, Tübingen aktiv gegen Diskriminierung, gibt es seit 2018. Es ist ein Projekt, das eine Kooperation ist zwischen ADIS und der Stadt Tübingen, genauer gesagt der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration. Im Rahmen des Projektes können sich verschiedene Projekte bewerben, also Projekte zum Thema Antidiskriminierung. Wir haben bisher zum Schwerpunkt Rassismus gearbeitet. Dieser Schwerpunkt wird sich im Laufe des Jahres aber auch noch öffnen. Es können sich dann auch noch Projekte Mitte des Jahres bewerben, die den Schwerpunkt 4 haben. Wir sind jetzt quasi mitten in dieser Startphase, also dass die Projekte, die dieses Jahr bewilligt wurden, beginnen können. Es haben sich sehr, sehr viele interessante Menschen und Gruppen mit tollen Ideen beworben. Leider können nicht alle finanziert werden, aber hier auch nochmal eine Anerkennung und Wertschätzung an alle Menschen und Gruppen, die sich beworben haben. Wenn Sie und ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren, im Laufe der nächsten 2-3 Wochen werden alle Projekte sich mit einer kleinen Vorstellung präsentieren auf der TAKT-Internetseite. Auch nochmal ein Auszug aus der Webseite von TAKT. Was können wir dafür tun, dass alle Menschen in Tübingen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich selbst bestimmt entfalten können. Was können wir dafür tun, dass niemand aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Glaube oder Weltanschauung ausgegrenzt, angegriffen, verletzt und abgewertet wird? Im Rahmen von TAKT möchten wir verschiedene AktivistInnen, Menschen, Institutionen ansprechen, einerseits von Diskriminierung Betroffene, kommunalpolitisch Engagierte und natürlich auch Ehren- und hauptamtliche Aktive in der Migrations-, Integrations- und Menschenrechtsarbeit. Das TAKT-Projekt ist eine lokale Partnerschaft für Demokratie und wird gefördert im Rahmen des Programms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. So, wie gesagt, vielleicht werden Sie und ihr noch, hoffentlich nicht vielleicht, werden Sie und ihr noch mehr über TAKT erfahren im Laufe des Gespräches. Ansonsten gerne auch auf die Webseite schauen. Jetzt habe ich viel gesprochen. Jetzt fände ich es ganz toll, wenn ihr drei euch auch noch vorstellen könntet, mehr zu eurer Person sagen, was sind eure Schwerpunkte, was macht ihr so, was interessiert euch und auch, wo gibt es Verknüpfungspunkte zu TAKT. Und als erstes würde ich Selina bitten, dass du dich vorstellst.
Ja, sehr gern. Danke, Josie. Mein Name ist Selina Diaby. Ich bin 25 Jahre alt und 2015 bis 2019 in Tübingen gelebt und war dort sehr aktiv bei der politischen Gruppe und der Empowerment-Gruppe für Schwarzen Black Visions and Voices. Und nach Tübingen bin ich gezogen wegen meinem Studium. Aufgewachsen bin ich in Berlin und generell in meinem Studium, aber auch in meinem persönlichen Leben und in meinem aktivistischen Dasein setze ich mich viel mit den Wirkmechanismen von Rassismus und verschiedenen Diskriminierungsformen auseinander, die mich vielleicht auch als schwarze Frau in einer weiß dominierten Gesellschaft in Deutschland. Selina, du bist gerade auf stumm gestellt. Oh. Ja, und noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob es euch anderen auch so geht. Ganz kurz, Selina, ich höre dich abgehackt. Geht es euch auch so oder liegt es nur an mir? Ich weiß nicht. Ich hole nur ein Headset, vielleicht dann besser. Ja, genau. Also ich habe gerade die Rückmeldung bekommen, dass es anderen auch so geht. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Wir lassen uns einfach die Zeit. Inzwischen haben wir ja alle die Erfahrung gemacht, dass es ab und zu Geduld mit der Technik braucht. Das musste ich auch erst üben, aber ich glaube, ich bin fast angekommen. Also, Selina. Ja, mein Internet ist leider auch so gut. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser hören. Ist es immer noch abgehakt? Ja. Es scheint an der Internetverbindung zu liegen, glaube ich, oder an dem... Okay. Oh Gott. Also vielleicht kann jemand anderes sich erstmal vorbereiten, zu regeln. Das ist doch eine gute Idee. Dann kannst du in Ruhe schauen. Und Zinga, möchtest du dich vorstellen? Okay, hallo. Mein Name ist Zinga Santiago. Ich bin 23 und seit 2016 in Tübingen am Studieren. Ich studiere Linguistik und Portugiesisch. Und 2017 habe ich zusammen mit Samantha Strömenger und Jessica Lawson die Gruppe Black Visions and Voices ins Leben gerufen. Und wir sind aktivistisch unterwegs, machen verschiedene Projekte. Unser letztes großes Projekt war die George Floyd und Demo und die Hanau, also die Kundgebung zu George Floyds Ermordung und zu den Morden in Hanau. Und ich habe ein Taktprojekt 2019 gemacht, den Black Girl Magic Hair Workshop. Und das ist meine Verbindung zu Takt. Und ja. Okay, danke dir. Bilan, willst du gerade weitermachen? Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Josie und Björn. Herzlichen Dank. Mein Name ist Bilal Yusuf Shen, ich bin 22 Jahre alt, gebürtiger Ulmer, aufgewachsen in Ulm und für mein Studium Islamische Theologie bin ich dann 2017 nach Tübingen gekommen. 2019 war so mein erster Kontakt mit Takt, wo ich dann bei Föden Power to You bei einer Auftaktveranstaltung teilgenommen habe und dann auch regelmäßig daran teilgenommen habe. Im Jahr darauf habe ich dann die Ehre gehabt, wirklich selber Teil von Takt zu sein, am Power to You Projekt mitzuarbeiten. Und genau so sieht es dann auch dieses Jahr aus. Da haben wir auch eine sehr schöne Aktion im Rahmen von Takt Power to You. Aber dazu kann ich gerne später noch was sagen. Ansonsten bin ich aktuell Vorsitzender der Fachschaft Islamische Theologie in Tübingen. Ich bin bei FÖDEM, ein aktives Teammitglied, habe in Ulm eine Bildungsinitiative gegründet und leite diese momentan. Genau, das wäre so das Wichtigste. Ich mache auch noch vieles andere, aber so viel zu mir bis jetzt. Ja, Dankeschön. Okay, danke. Also ihr habt ja jetzt schon durch eure Vorstellung so ein bisschen auch erzählt, dass ihr Kontakt zu Takt habt. Ich finde das Wortspiel sehr schön. Oder dass ihr da Kontakte habt und auch schon in eigenen Projekten oder in Projekten involviert wart. Ich fände es auch sehr schön, wenn wir heute über eure damaligen Projekte sprechen können. Ich würde
bevor wir dann mit der Diskussion starten, etwas zitieren, weil wir ja auch über Visionen sprechen möchten heute. Und zwar zitiere ich hier Tariq Tesfu: Eine Welt, die komplett aus einer Empowerment-Perspektive gestaltet wäre, wäre auf jeden Fall frei von Diskriminierungen. Jedes Mitglied dieser Welt wäre in der Lage, sein eigenes diskriminierendes Verhalten zu hinterfragen und zu reflektieren, um den Fehler nicht beim Gegenüber zu suchen. Die Frage, die sich mir in diesem Kontext stellt: Kann so eine Welt überhaupt realisiert werden oder bleibt sie nicht immer Utopie? Und keine Angst, ich weiß, es klingt jetzt so, als würden wir hier eine Stunde nur philosophisch sprechen. Ich habe es deshalb zitiert, weil ich es sehr spannend finde, auch über diese Frage ins Gespräch zu kommen, was eure Visionen sind. Ja, also es gibt ja verschiedene Gründe, Motivation und vielleicht auch Gruppen, Haltungen, die ihr habt, die euch, sage ich mal, dazu gebracht haben, dass ihr euch überhaupt für das Thema Rassismus interessiert. Und hier würde ich gerne, warum sind die drei weg? Seid ihr noch da? Hier würde ich gerne mit euch über eure Vision sprechen oder über eure Visionen, weshalb ihr euch in diesem Bereich engagiert oder warum ihr euch interessiert. Seid ihr alle da? Ich war kurz irritiert. Nicht, dass ihr euch so, dass die Frage so komisch ist und ihr alle geht. Hat ein er von euch Lust anzufangen? Hat er irgendwie Gedanken dazu? Zu der Frage, warum engagiert ihr euch überhaupt gegen Rassismus? Wenn, darf ich? Genau, okay. Josie, ich sehe dein Bild eingefroren bei Björn. Ihr könnt mich schon hören alle, ne? Ja. Ja, okay, perfekt. Ist gut hörbar. Ja. Mhm. Okay, und zwar, warum ich mich so in Bezug Rassismus sehr engagiere, ist, ich habe ja gesagt, vor 2 Jahren bei der Auftaktveranstaltung von FÖDEM, Power to You, war so mein erster Kontakt mit diesem Thema, weil ich davor in der Schule, auf dem Gymnasium, wurde uns dieses Thema nicht nahegelegt. Und da habe ich dann an dieser Veranstaltung teilgenommen und es hat mich sehr interessiert, und es hat mir ein Bewusstsein gegeben, wie wichtig denn die Antidiskriminierungsarbeit ist und dass Muslime, also in meinem Fall, ich bin Muslim, aber natürlich auch viele andere Gruppen von Rassismus betroffen sind und dass man das nicht einfach so hinnehmen darf. Ne, bis zu meinem Abitur habe ich immer gedacht, okay, das ist halt so, ne, dann ist man halt zweite Klasse und das war mir gar nicht bewusst. Ne, aber ich habe rechtlich dieses Recht, mich dafür einzusetzen, und es zu ändern, weil es sich nicht so gehört. Und da habe ich dann in diesem Jahr an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Und es gab auch einige Empowerment-Veranstaltungen. Das hat mir sehr gut getan. So gut, dass ich dann im Jahr darauf und jetzt weiterhin wirklich auch aktiv geworden bin und in diesem Bereich arbeite und das auch dann mit meinem Studium der islamischen Theologie kombinieren möchte. Und auch eine Weiterbildung zum Berater für antimuslimischen Rassismus wahrnehmen möchte in den kommenden Jahren. Also das heißt, dass du dich doch nicht allzu lange mit dem Thema bewusst auseinandersetzt, aber dass du unterbewusst, du hast es genannt, zweite Klasse, schon gespürt hast, dass du andere Erfahrungen machst oder dass du Erfahrungen machst, die dich prägen. Und jetzt diese Taktveranstaltung und auch diese Empowerment-Angebote haben dir geholfen, dich auch mehr vielleicht auch auf so einer fachlichen Perspektive damit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch sehr spannend. Also wenn ihr ja auch, wie sich wahrscheinlich jetzt auch herausstellen wird, unterschiedlich lange und aus unterschiedlichen Kontexten mit dem Thema Rassismuskritik, Antirassismus und Empowerment beschäftigt. Und deshalb fände ich es ganz spannend, euch noch zu hören, Selina und Singa, wie es euch geht, also was so eure Impulse waren, euch gegen Rassismus einzusetzen. Und vor allem auch in Tübingen. Also das ist ja auch so ein Verknüpfungspunkt zwischen euch dreien. Also ihr seid ja auch alle in Tübingen aktiv. Genau. Wer möchte?
Ich kann es mal versuchen. Und zwar, ich denke, ich persönlich habe relativ früh Rassismuserfahrung gemacht, als schwarzes Mädchen in Deutschland aufzuwachsen. Also ich bin in Freiburg geboren, zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht und allein schon angefangen in der Grundschule war ich, glaube ich, eins von 3 Kindern mit Migrationshintergrund, die überhaupt aufs Gymnasium gekommen sind. Alle anderen Kinder sind auf die Real- oder Hauptschule gekommen. Und aber so wirklich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt oder engagiert, sagen wir mal so, habe ich mich auch erst dann in meiner späten Jugend. Und ich denke, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich mich engagiere, einfach damit dann wiederum Kinder, die jetzt geboren werden oder junge Mädchen, junge Jungen, Teenager einfach nicht auch also schlechte Erfahrungen machen müssen oder damit sie Leute haben, Menschen haben, die eben vielleicht ein paar Jahre älter sind, zu denen sie aufgucken können und sagen können, okay, so möchte ich mal werden. Ich möchte mich auch für meine Community engagieren. Ich möchte dafür arbeiten, dafür kämpfen, mich dafür engagieren, dass also dass ich gleichgestellt werden kann und dass wiederum meine Kinder auch Gleichstellung erfahren können. Und deswegen finde ich es persönlich so wichtig, dass ich mich engagiere, einfach dass schlechte Erfahrungen, die mir widerfahren sind, nicht den Generationen nach mir auch noch widerfahren müssen. Okay, danke. Also was ich bei dir höre, also auch das Wissen, was du durch deinen eigenen Empowerment-Prozess erlangt hast, auch weiterzugeben an jüngere Generationen. Aber ich höre bei dir auch raus, dass du es auch wichtig findest, weil du ja viel auch von Veränderung sprichst. Also einerseits jüngeren Menschen mit Rassismuserfahrung, jüngeren schwarzen Menschen Strategien mit an die Hand zu geben oder auch Role Model zu sein, aber auch zu fordern, ja, also auch strukturelle Änderungen zu fordern, was ihr ja zum Beispiel auch durch diese Demonstration Black Lives Matter, George Floyd Demo letztes Jahr in Tübingen ja auch macht. Also so beides, ja, also so finde ich ganz spannend. Vielen Dank. Elina, möchtest du weitermachen? Ja, gerne. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Okay, super. Viel besser. Ich bin den Laptop gewechselt. Ja, mir geht es ähnlich wie Nsinga und Bilal eigentlich auch, dass ich halt auch in meiner Biografie und meinem Lebensweg, den ich jetzt hatte, selber auch viel Rassismus erfahren habe und Diskriminierung aufgrund von meiner Identität und wie ich halt wahrgenommen werde und bewertet werde auch. Und für mich bedeutet halt, engagiert zu sein, auch irgendwie Widerstand zu zeigen und halt auch mir selbst klar zu machen und auch anderen, es geht auch anders. Wir können auch anders leben und wir können auch die Welt ändern. Und ohne Engagement und ohne Aktion wird es nie eine rassismusfreie Welt geben oder eine diskriminierungsfreie Welt. Und eine diskriminierungsfreie Welt soll es eigentlich sowieso geben, weil es halt so das Recht ist von jedem Menschen, so zu leben, wie er möchte und nicht diskriminiert oder halt rassifiziert zu werden. Und ja, ich finde es halt wichtig, so beim Engagement, auch in Tübingen habe ich halt gemerkt, dadurch, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, war es für mich schon mal eine sehr andere Erfahrung, halt nach Tübingen zu ziehen, und war irgendwie sehr damit konfrontiert, wie weiß Deutschland halt eigentlich auch ist in dem Aspekt und wie dominant diese weiße Gesellschaft auch ist. Und ich war halt super froh, dann einen Singer auch kennenzulernen und halt Black Visions and Voices und halt auch einen Raum und einen Ort zu finden, wo ich mich halt mit anderen schwarzen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sogar ja selbe wie ich in Deutschland oder halt auch im Ausland. Ja, genau. Und ich glaube, was bei mir noch so ein bisschen entscheidend war, ich war nach meinem Abitur war ich ein Jahr in Ghana und habe einen Weltwärtsfreiwilligendienst gemacht. Und ich war mit 4 anderen Freiwilligen dort. Und es gibt halt in Ghana ein bestimmtes Wort, um halt Europäerinnen zu beschreiben, Ubruni. Und meine Freiwilligen haben sich
sehr darüber aufgeregt, so genannt zu werden. Und ich habe gemerkt, dass es mich total stolz gemacht hat, weil es das erste Mal war in meinem Leben, dass ich irgendwie als auch Europäerin oder als Deutsche so wahrgenommen wurde. Aber gleichzeitig wurde mir dann halt auch dadurch das Schwarzsein abgesprochen. Also es ist nicht alles so einfach immer. Und das merkt man halt auch, je nachdem, in welche Räume man kommt, in Weiße oder in Schwarze. Aber Engagement kann halt helfen, ein neues Selbstbewusstsein aufzubauen auch und einfach der Ohnmacht, der man manchmal, ja, die einem entgegenschlägt, wenn man halt Rassismus oder Diskriminierung erfährt, ja, da dagegen zu handeln. Also jetzt höre ich mich selber. Okay, also danke auch nochmal an dich, Senina. Was ich hier auch sehr interessant finde, da wurde ich gerade hellhörig, weil du auch beschrieben hast, dass du in Tübingen nochmal andere Erfahrungen gemacht hast als in Berlin. Du hast viele spannende Sachen gesagt, aber da würde ich gerne nochmal drauf schauen, weil TAKT ist ja auch ein Tübinger Projekt und würdest du da tatsächlich hast du Unterschiede erlebt in Tübingen zu Berlin? Also du hast schon mal so von Community oder Anknüpfung ein bisschen gesprochen. Könntest du da vielleicht nochmal drauf eingehen, weil ich das jetzt so als uralte Tübingerin sehr spannend finde, diesen Blick auf Tübingen? Ja, gerne. Also es ist natürlich so, Berlin ist nicht gleich Berlin. Also ich bin halt in einem Bezirk und einem Umfeld aufgewachsen, der halt wo halt einfach viele schwarze Menschen auch waren und mein generelles Aufwachsumfeld war halt auch sehr schwarz. Und dann halt nach Tübingen zu kommen, war halt einfach anders und Tübingen ist halt auch viel kleiner, es ist halt auch unbekannt, es war ein neuer Lebensabschnitt für mich und je älter man wird, desto anders oder desto mehr, desto bewusster vielleicht auch nimmt man seine Umwelt ja wahr. Und das ist mir dann in Tübingen sehr bewusst geworden, besonders am Anfang hin, dass es halt wenig Räume gibt, so um Rassismus wirklich so zu thematisieren. Und selbst in meinem Studium der Ethnologie, was ja auch aus so den Kolonialstudien entstanden ist von weißen Europäerinnen, die halt nach Afrika oder Asien gegangen sind, um dort die Menschen zu studieren, war noch nicht mehr Raum, um sowas zu thematisieren. Genau. Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass du jetzt auch die Wissenschaft ansprichst und das Studium, weil es wäre dann vielleicht, außer ihr habt auch nochmal Fragen oder auch, also ihr könnt natürlich auch gegenseitig ins Gespräch kommen, es muss nicht nur von mir aus sein, weil ihr euch ja auch nicht so kennt, finde ich auch spannend. Du hast ja auch diese Podiumsdiskussion vor 2 Jahren organisiert. Also ich würde auch im Laufe dann gerne über eure Projekte sprechen. Und wollte auch noch mal so ein was sagen, welches ja auch gerade gesagt habe, weil ihr auch sehr persönlich gesprochen habt. Da möchte ich mich jetzt einfach anschließen. Da fühle ich mich jetzt irgendwie auch angesprochen. Kann ich es nicht mehr lassen. Und zwar tatsächlich ich jetzt als, ich darf mich noch Mitte 30 nennen, als Mitte 30-Jährige fand es auch damals, als ihr Black Visions and Voices gegründet habt, war das für mich eine total empowernde Erfahrung. Weil obwohl ich das lange verdrängt hatte, habe ich schon auch gemerkt, dass auch mir so diese Anknüpfung an schwarze Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich haben, fehlt. Und deshalb finde ich das auch total spannend, merke ich jetzt gerade im Gespräch, dass es ja auch euer Engagement sozusagen was mit mir gemacht hat. Und das, obwohl ich mich ja schon viele Jahre in dem Bereich engagiere. Ja, also wie dann auch Leute, die vermeintlich schon sich auskennen mit dem Thema, auch sage ich mal, da auch Heilungsräume und Community-Räume erleben durch euer Engagement. Genau. Also, genau. Habt ihr untereinander irgendwie nochmal Rückfragen oder nochmal was ihr ergänzen wollt? Oder vielleicht auch du, Björn? Nein? Ja? Okay. Nee, möchte gerade jemand? Nee, ich. Mir ist nur selber das auch aufgefallen mit den, also jetzt nochmal aus einer weißen Perspektive, dass wenn ich in anderen Städten bin wie Berlin oder Hamburg oder auch mal Straßburg und dann zurückkomme nach Tübingen, fällt mir das auch auf, dass es hier ein sehr weißer Raum ist und das, ich finde, es ist schon spürbar dann auch aus der anderen Positionierung raus, wollte ich nur ergänzen. Aber Josi, du hast noch mehr Fragen oder wolltest ja, du? Ja, ja. Ja. Ich habe schon noch ein paar Fragen. Genau. Kann ich noch was sagen? Ja?
Genau, also ich bin ja auch aus Ulm nach Tübingen gekommen zum Studieren und ich habe da eine komplett andere Erfahrung gemacht. Für mich war Ulm so sehr weiß und gar nicht bunt, so war ich sehr fremd, aber als ich dann nach Tübingen gekommen bin, fand ich das sehr schön, sehr bunt, sehr vielfältig und die Menschen waren auch viel offener, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Genau. Finde ich auch sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen sind und unser Erleben von Tübingen. Genau, also ich würde mich tatsächlich so in der Mitte sehen, aber ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so viel rumgekommen. Von daher ist es vielleicht auch nicht so die Perspektive. Aber vielen Dank, Bilal, dass du hier auch nochmal deine Erfahrung geteilt hast. Ja, also ihr habt ja schon von euren Bezügen zu Tag erzählt. Und da würde ich jetzt gerne auch weitermachen, dass ihr vielleicht nochmal, weil ihr ja auch unterschiedliche Taktprojekte gestartet habt. Ich glaube, sie hatten alle so auch Empowerment als Schwerpunkt, aber auch Öffentlichkeitsarbeit und Anregung von so einer Öffnung zu rassismuskritischen Themen. Und da fände ich es ganz schön, wenn ihr nochmal erzählen könntet von euren Taktprojekten, die ihr habt oder hattet. Ich lasse euch jetzt einfach mal den Raum. Wer sich angesprochen fühlt, sagt einfach was. Ansonsten, die Qual der Wahl in Zinga. Kannst du bitte mal von deinem Workshop vom vorletzten Jahr erzählen? Gerne. Also im Sommer 2019 habe ich zusammen mit drei Freundinnen, Kiona, Ruth und Martha, einen Haarworkshop gemacht für schwarze Frauen und Mädchen. Und Ziel unseres Workshops war das Empowern innerhalb der schwarzen Community. Und vor allen Dingen für uns war es wichtig, Frauen und Mädchen zu erreichen, einfach weil wir uns selbst als Frauen bezeichnen und weil wir als Frauen eben diese Erfahrung gemacht haben, welches Thema, welche Rolle schwarze Haare in Deutschland spielen. Und um darauf einzugehen, ein bisschen, also ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist ein schwieriges Thema, das so in kurze Sätze zusammenzufassen, aber im Prinzip ging es bei dem Haarwork einfach darum, die Mädchen und Frauen zu empowern, die gekommen sind und uns zugehört haben. Wir haben sowohl über die Geschichte von schwarzem Haar gesprochen, wir haben über Produkte gesprochen, die gut sind für schwarzes Haar und verschiedene Frisuren besprochen. Und insgesamt waren, glaube ich, 15 Teilnehmerinnen da und wir haben ein ziemlich gutes Feedback bekommen. Die Teilnehmerinnen haben sich gefreut, andere Frauen und Mädchen kennenzulernen, die eben ähnliche Erfahrungen mit ihren Haaren in Deutschland gemacht haben und auch über die Geschichte von schwarzem Haar insgesamt zu lernen, weil also sowohl für uns, die wir recherchiert und präsentiert haben, als auch für die Teilnehmerinnen, die eben dann diese Informationen bekommen haben, glaube ich, sehr wichtig und sehr nährreich für einfach für die Weiterbildung von sich selbst und für die Akzeptanz der Haare und so weiter. Genau. Ja, und tatsächlich, Björn, du möchtest was sagen? Nein, okay. Also tatsächlich ist es ja schon auch so, dass es viele Menschen gibt, die jetzt diese Erfahrung nicht teilen, schwarze Frau zu sein und auch sehr viel Rassismus über Haare zu erfahren und auch sehr viel Abschreiben von Schönsein bis hin zu sage ich mal, einem sehr großen Mangel an Haarprodukten. Das hat sich inzwischen wahrscheinlich, da kennst du dich besser aus, in Zinga, ein bisschen verbessert, dass der Zugang zu den Haarprodukten auch immer einfacher wird. Aber dass es ja auch sehr viel mit der Identität von schwarzen Frauen macht und mit so einer Herausforderung, eine positive schwarze Identität aufzubauen und dass das Thema Haare gerade in schwarzen Communities sehr, sehr präsent ist. Mhm. Und das ist vielen weißen Menschen, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Also auch im Laufe, als euer Projekt dann auch publik wurde, habe ich das auch selber mitbekommen, dass viele irritiert waren, so, hä, was, ein Haarworkshop, was für ein Luxus. Ja, aber dass es eigentlich auch ein schmerzhaftes Thema ist, aber auch ein Thema, über was sehr viel Empowerment passieren kann. Und deshalb finde ich das so schön, dass ihr diesen Workshop kreiert habt. Ja. Genau, ja, ich, Angebot habt.
Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, weil, also was vielen Leuten nicht bewusst ist, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man nicht schwarz aufwächst, dass die Schönheitsidealen, die in Deutschland und Europa vermarktet werden, sind meistens die von weißen Menschen. Und wenn man nicht weiß ist oder sich diesem Schönheitsideal, wenn man dem nicht gleicht, dann hat man einfach ein Problem. Also ich zum Beispiel bin aufgewachsen und meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass wir irgendwo Schönheitsidealien im Fernsehen, um es jetzt, sei es jetzt Wissen macht A, wo die Sharon als schwarze Moderatorin gearbeitet hat, zu sehen oder uns einfach zu empowern, dass wir, so wie wir sind, normal sind und schön sind. Und weil ich denke, wenn man wenn man nur anders aussieht, dann wird man gleich also ausgeschlossen oder es wird mit dem Finger auf einen gezeigt und es wird gesagt, du siehst anders aus, du bist nicht schön, weil du nicht dem Schönheitsideal entsprichst, das wir im Fernsehen sehen, in den Medien, auf Plakaten und Magazinen und selbst heute noch, wenn ich irgendwie einkaufen gehe und auf diese, es gibt ja immer diese Fernsehmagazine, alle Frauen, die dort draußen sind weiß und blond und damit identifiziere ich mich nicht. Ich bin weder weiß noch blond. Und ich finde, wenn man diese Erfahrung nicht selber macht, ist es natürlich schwierig, sich dort reinzudenken. Und dann, ich kann verstehen, warum es eine Frage, warum die Frage entsteht, ja, für was braucht man das? Aber einfach, wenn man sich vorstellen möchte oder wenn man sich, also man sollte sich vorstellen einfach, dass wir aufwachsen und uns wird gesagt, ja, deine Haare, wie sie aus deinem Kopf kommen, sind unprofessionell, sie sind nicht schön, die fühlen sich komisch an, etc., etc. Und das ist einfach, das baut einen ab, also das nagt ja an der Seele, vor allen Dingen junge Mädchen, die halt gehänselt werden, weil sie Locken haben oder denen gesagt wird, ja, du kannst nicht so in die Schule auftauchen, deine Haare sind ungepflegt, aber so kommen sie aus dem Kopf raus. Ich finde, unser Workshop hat auch gezeigt, wie viele von diesen Frauen und Mädchen, die gekommen sind, haben sie alle erzählt, dass sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, allein wegen dem Aussehen ihrer Haare. Also alle, die Reihe weg, haben sie Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und ich finde das so herzzerreißend und es wird einfach von außen, man merkt es nicht. Ich habe gestern mit Celina gesprochen und sie meinte zum Beispiel auch, wenn man zum Friseur geht, in Tübingen gibt es keinen Afro-Friseur. Also was soll ich dann machen? Dann muss ich in eine andere Stadt fahren, um mir die Haare machen zu lassen. Also es sind einfach Kleinigkeiten, die nicht gesehen werden oder die einfach nicht erfahren werden und deswegen nicht verstanden werden, wenn das Sinn macht. Also vielen Dank für diese sehr, sehr eindrückliche Schilderung, die ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde für die Öffentlichkeit, weil das auch Themen sind, die oft in Communities besprochen werden, aber wo auch nicht der Zugang ist, glaube ich, jetzt für eine weiße Mehrheitsgesellschaft. Und deshalb vielen Dank, dass du hier auch nochmal einfach die Perspektive schwarzer Frauen geteilt hast und auch nochmal vom Empowerment-Workshop erzählt. Und genau, Bilal und Celina, ich finde es sehr schön, wenn einer von euch auch noch von eurem Projekt erzählen könnte. Wer möchte? Bilal, du siehst so aus, als würdest du sprechen wollen. Weitermachen. Und vielleicht fange ich da an, wo sozusagen das Problem ist bei den Muslimen. Die meisten Muslime sind ja sozusagen vor einigen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen, konnten meistens kein Türkisch, Türkisch meine ich kein Deutsch, es waren Gastarbeiter und Muslime und sie hatten somit auch sehr Schwierigkeiten, sich nach außen zu öffnen, haben sehr viel Rassismus mitgemacht, was ich so von meinen Großeltern, von meinen Eltern mitbekommen. Darüber möchte man gar nicht nachdenken und das auch gar nicht erwähnen. Es ist wirklich nicht schön. Und das hat sich halt in die Köpfe der Menschen leider so eingeprägt, dass man, wie ich es vorhin schon sagte, so zweite Klasse ist und die Muslime versuchen sich leider in Hinterhofmoscheen so zu verstecken und ihre Sache zu machen, zu beten, zusammenzuleben, aber sich nicht nach außen zu öffnen, einfach weil sie Angst haben und weil sie, wenn sie auf die Straße gehen, vor allem bei muslimischen Frauen ist das so, dass sie dann Diskriminierung und Rassismus erfahren. Und da wollten wir eben als Föder mit Power to You
ansetzen und haben auch dank Takt und ADIS diese Möglichkeit gehabt. In den ersten Schritten, ich sehe persönlich das so als Prozess, diese Öffnung. In den ersten Schritten haben wir Workshops veranstaltet, wir haben Empowerment-Veranstaltungen gehabt, um einfach mal zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, wir sind zusammen und da gibt es auch Menschen, die wollen sich einsetzen für euch und ihr müsst das halt nur wollen. Und da haben wir eben, wie gesagt, viele Empowerment-Workshops gehabt und gehen jetzt sozusagen dazu, uns auch nach außen zu öffnen. Und in einer Veranstaltung, das war mit der muslimischen Studierendengruppe Tübingen, übrigens, wir sind da auch im Kontakt gewesen mit den verschiedenen Moscheegemeinden und den verschiedenen muslimischen Organisationen in Tübingen. Und mit der MST, muslimische Studierendengruppe Tübingen, haben wir sogar eine Veranstaltung gehabt zum innerislamischen Rassismus, wo man sich unter Muslimen irgendwie rassistisch angreift oder sich irgendwie abneigt. Und das war auch ein Riesenerfolg. Wir haben, glaube ich, knapp 60 Teilnehmer gehabt, wo wir dann 1,5-2 Stunden diskutiert haben und auch wirklich selbstkritisch diskutiert haben. Darauf bin ich auch wirklich stolz, dass das so funktioniert hat. Und dieses Jahr, wie gesagt, haben wir auch noch eine Veranstaltung, aber darüber kann ich vielleicht nachher mehr sagen. Oder soll ich das jetzt machen, Josie? Ich sehe eure Kamera nicht, deswegen weiß ich nicht, ob ihr nickt oder... Also, du kannst gleich weitermachen. Ich würde das nur gerne noch aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil ich das sehr spannend finde, dass du von Selbstkritik sprichst. Und es ist auch so manchmal so ein Missverständnis, also dass in Empowerment-Räumen nur tolle Sachen passieren und man nur, in Anführungsstrichen, über die eigenen Erfahrungen, die uns angetan werden, spricht. Aber Empowerment-Räume sind aus meiner Sicht auch dazu da, um selbst zu kritisieren, welche Hierarchisierungen haben wir auch in der Gruppe, der wir angehören oder vermeintlich angehören, und auch welche Privilegien haben wir. Ja, also weil die sind ja nicht eine homogene Gruppe. Ja, die Schwarzen sind auch nicht eine homogene Gruppe. Und das ist oft so ein Missverständnis. Und deshalb finde ich es sehr schön, dass du das ansprichst, dass diese Empowerment-Räume und verschiedene Empowerment-Kontexte wichtig sind, um auch diese Themen anzusprechen. Danke, du kannst jetzt gern weitermachen. Okay, und dieses Jahr haben wir mit Föde, ich habe ja gesagt, ich bin aktives Teammitglied bei Föde, haben wir ein Projekt geplant, wir starten bald, wo wir mit Schüler und Schülerinnen und mit jungen Menschen in Kontakt kommen wollen und eine Art Mappe aufbauen wollen, wo die Schülerinnen sich kreativ ausleben können und die rassistischen Erfahrungen, die sie gemacht haben, auf Papier bringen oder aufs Tablet etwas malen, etwas schreiben, etwas zeichnen, vielleicht irgendwie eine Skulptur oder etwas, so etwas Ähnliches. Und das wollen wir dann an die Öffentlichkeit tragen, sei es im Internet, sei es mit Printmedien, Instagram, Facebook, also alles, was möglich ist, um dann auch den Menschen zu zeigen, natürlich anonymisiert. Hey, sogar unter Kindern, unter Schülerinnen, unter jungen Menschen gibt es diese Erfahrungen, ne, um darauf aufmerksam zu machen. Das ist so unser Ziel dieses Jahr mit dem Projekt. Also auch nochmal Empowerment-Räume für Kinder und Jugendliche und der kreative Aspekt von Empowerment. Vielen Dank. Und was ich auch sehr schön finde, ist die Verbindung von Empowerment, aber auch Öffnung oder wie soll ich sagen, Anregung zu Rassismuskritik in der Öffentlichkeit. Ja, das wäre auch dann, also ich würde gerne, nachdem Selina erzählt hat, dann auch über dieses Thema noch mehr sprechen, weil wir ja, glaube ich, alle vier so aus, sage ich mal, nicht nur, aber auch uns mit dem Thema Empowerment beschäftigen und Björn da auch nochmal eine andere Perspektive reinbringt, was so die institutionelle Ebene betrifft. Und da würde ich dann gerne auch noch anschließen an dieses Thema Öffentlichkeit, Institutionen, Öffnung, rassismuskritische Öffnung von Institutionen. Aber Selina, ich fände es sehr schön, wenn du auch noch berichten könntest über dein vergangenes Taktprojekt und auch über dein Projekt, was du dieses Jahr durchführen wirst.
Ja, gerne. Also du hattest es ja auch schon angesprochen, so ein bisschen über die Diversität von schwarzen Erfahrungen oder schwarzen Leben und dann auch die Diversität von Musliminnen zum Beispiel. Und das Projekt, was ich 2019 gemacht hatte, war eine Podiumsdiskussion, wo es darum ging zu klären, welchen Wert schwarzem Leben in Europa, Deutschland und Tübingen gegeben wird. Und es war der Sinn von der Veranstaltung, die globalen Strukturen von Rassismus und Diskriminierung zu verstehen und zu schauen, wie diese halt auch in Deutschland und in Tübingen wirken. Und mir war es bei der Veranstaltung halt auch wichtig, verschiedene Perspektiven mit reinzubringen. Und wir hatten ein sehr diverses Panel. Wir hatten auch Samantha von Black Visions and Voices, die mit Nzinga und Jessica Lawson zusammen Black Visions and Voices gegründet hat, dort um zu sprechen. Wir hatten einen schwarzen Doktoranden, der aus der ehemaligen Kolonie von Deutschland kommt, aus Kamerun, und jetzt halt in Deutschland seinen PhD macht. Wir hatten einen jungen Jugendlichen aus Tübingen selbst da. Und wir hatten noch einen schwarzen Aktivisten, der besonders mit Geflüchteten im Raum Baden-Württemberg gearbeitet hat. Und in dieser Veranstaltung war es uns, den Leuten, die mitgewirkt und mitorganisiert haben, halt wichtig, zu zeigen, dass dieses Thema Rassismus überall relevant ist und dass dieses Thema Rassismus auch auf unterschiedliche Formen annehmen kann, aber auch in gewisser Weise Parallelen zwischen schwarzen Erfahrungen gezogen werden können. Und wir haben in der Veranstaltung viel über schwarze Geschichte in Deutschland selbst gesprochen, aus akademischer Sicht, aber auch aus aktivistischer Sicht. Wir haben über die Lebensrealität von schwarzen Geflüchteten gesprochen, was ja auch nochmal anders ist als Menschen, die halt auf legalisierten Wege nach Deutschland gekommen sind oder hier auch geboren sind. Und wir haben über die Parallelen von schwarzen Erfahrungen gesprochen. Und generell halt auch über einen Aspekt, der in Tübingen auch eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, und zwar Racial Profiling und die Stigmatisierung im Besonderen von schwarzen Geflüchteten, von der Zivilgesellschaft, aber auch von Politikerinnen in Tübingen selbst. Ja, und letztendlich haben wir auch versucht, irgendwie aufzuzeigen, dass es nicht ganz alles so hoffnungslos ist, wie es vielleicht scheint am Anfang, sondern dass es halt auch Handlungsmöglichkeiten gibt und dass man sich engagieren kann. Und was sehr toll war an der Veranstaltung, war einfach zu sehen, dass auch sehr viele schwarze Menschen gekommen sind zu der Veranstaltung selber, dass da sehr großes Interesse da war, darüber zu reden, und auch von der Weißen Mehrheitsgesellschaft, dass es sehr viele Institutionen in Tübingen auch gibt, die wirklich Interesse haben und da auch mit diesem Thema und an diesem Thema arbeiten möchten und sich engagieren möchten. Und ja, also es war so ein guter Anfang, um halt das Thema Rassismus nochmal neu zu debattieren in Tübingen. Und das war sehr schön. Und hat die Veranstaltung von damals, weil du ja jetzt auch nochmal, also ein anderes, also anderes Konzept und auch andere Formate vorhast, oder ein Format zumindest anders, also das fände ich jetzt interessant, wenn du vielleicht nochmal kurz erzählen könntest, was du dieses Jahr machst und ob es da auch vielleicht für dich auch nochmal so in deinem Denkprozess, ob sich durch die Podiumsdiskussion, die du damals organisiert hast, vielleicht auch noch neue Themen eventuell ergeben haben. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, was man halt auch merkt, also besonders seit den Black Lives Matter Protesten, dass wir einen anderen Diskurs führen in Deutschland über Rassismus, einen anderen öffentlichen Diskurs, der aber teilweise immer noch sehr am Anfang steht. Also wir besprechen momentan Dinge, die eigentlich ja grundsätzlich klar sein sollten, und wir sind noch gar nicht dort angelangt, wo wir eigentlich über wirklich strukturelle Änderungen reden können. Und das Projekt, was ich jetzt mache, mache ich mit auch drei anderen von Black Visions and Voices zusammen, drei anderen Menschen, die sich als schwarze Frauen identifizieren,
Und wir haben diesmal speziell den Fokus halt auch auf Feminismen gesetzt und halt auch auf den Schwerpunkt Intersektionalität und haben eine oder planen momentan auch wieder eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema schwarze Feminismen in Deutschland über die Vergangenheit, über die Gegenwart und über die Zukunft und wollen halt in dem Aspekt auch über Utopien mehr reden und darüber, was halt möglich ist und ja, einfach irgendwie mal sich vorzustellen, dass halt eine Welt ohne Rassismus und Diskriminierung möglich sein kann und wie die aussehen könnte und wie man diese mitgestalten kann. Und gleichzeitig ist der zweite Teil von dem Projekt, was ich jetzt noch mit Takt mache, dieses Jahr eher auf speziell Menschen und Menschengruppen, die halt Diskriminierung und Rassismus erfahren, fokussiert. Und wir wollen mehr kreativ sein und halt einen kreativen Schreiben-Workshop anbieten, in dem diese Menschen lernen, mit ihren Emotionen umzugehen und diese halt auch schriftlich und kreativ auszuleben und auszuschreiben. Und dies passiert dann in einem Workshop. Und anschließend soll es ein kleines Booklet geben, in dem die Geschichten, Gedichte, Erfahrungen, Comics, was auch immer, veröffentlicht werden können. Okay, danke. Richtet sich das dann an? Richtet sich dieses Booklet in diesem Empowerment-Raum entsteht an eine bestimmte Zielgruppe oder das ist für ja, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden, war ein bisschen abgehakt. Ja, also dieses Booklet, was wir erstellen möchten, ist primär für Menschen, die Diskriminierung und Rassismus erfahren und besonders für schwarze Menschen und auch von dieser Gruppe gemacht. Okay. Dankeschön. Also danke, jetzt habt ihr alle einen Einblick bekommen in eure Taktprojekte, in die vergangenen und auch in die waren, aber leider haben wir zu wenig Zeit. Ich würde jetzt gerne noch über die Themen sprechen, die Aktionen sprechen, die ihr ansonsten wichtig findet in Tübingen. Also gibt es aus eurer Sicht Begebenheiten oder Aktionen, die ihr wichtig findet, also wirklich auch unabhängig von Takt, vielleicht auch aktuelle Themen. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu verknüpfen mit meiner nächsten Frage aufgrund der Zeit. Was braucht es überhaupt in Tübingen, um aktivistisch gegen Rassismus sein zu können? Ja, also ihr habt ja sehr viel Ressourcen, auch persönliche Ressourcen investiert in euer Engagement. Ihr habt ja über Takt hinaus, macht ihr 1000 andere Sachen, glaube ich, gefühlt. Und da würde mich interessieren, was braucht es überhaupt, um sowas machen zu können, auch längerfristig? Aber die erste Frage ist, was gibt es noch für Herausforderungen, die ihr aktuell sehr prägnant findet und die wichtig sind anzugehen? Tübingen ist ja schon schön, aber so schön, dass es nichts zu tun gibt. Genau. Selina. Ja, Singer und ich haben gestern halt auch noch gesprochen und eine Sache, die sie gesagt hat, fand ich ziemlich passend zu der Frage, die du gestellt hast. Und zwar, dass in den Debatten, die wir jetzt haben zu Rassismus, unterschiedlichen Diskriminierungsformen, dass es halt ganz oft irgendwie so scheint, als wäre es viel mit Scham behaftet, vor allem, wenn man vielleicht noch nicht so viel weiß. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, was Singer auch gesagt hat, ist einfach, so ehrlich zu sein und anzuerkennen, was man weiß, aber auch, was man nicht weiß. Und wenn man was nicht weiß, dass man dann nachfragt und wenn man dann vielleicht eine ruppige Antwort bekommt, dann muss man halt auch irgendwie sich fragen, okay, wieso, warum wusste ich das überhaupt nicht? Und wenn man zum Beispiel auch eine schwarze Person was fragt, wie zum Beispiel, ja, hey,
Darf ich das und das sagen? Da muss man sich halt auch bewusst sein, vor allem als weiße Person, dass, also schwarze Personen sind nicht dafür da, so ihr Wissen die ganze Zeit zu teilen und ihre Rassismuserfahrungen aufzuarbeiten, damit weiße Menschen sich damit bereichern können an dem Wissen und danach sagen können, ich habe es jetzt verstanden, so ich weiß es jetzt. Weil das ist, also es ist immer ein Prozess, auf jeden Fall auch Wissen aufzubauen, besonders im Bereich, was Rassismus und Diskriminierung angeht. Und der hört auch nicht auf, er ist andauernd. Ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr super viel über queere Themen gelernt und habe gemerkt, dass ich da selber irgendwie voll wenig weiß und mich da voll noch reinlesen muss. Und ja, ich glaube einfach so anzuerkennen, dass man vielleicht auch nicht alles weiß, aber dass man halt so, ja, einfach das Wollen hat und die Intention, die Dinge zu wissen, und da, ja, daran halt irgendwie voranzugehen. Also das finde ich zum Beispiel auch wichtig im Kontext von Tübingen und von Debatten, die man dann hat, dass man die irgendwie anders führen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber einerseits so der Wunsch, dass Interesse auch für das Thema Rassismus besteht, also auch Interesse, sich weiterzubilden, da auch eine rassismuskritische Haltung zu entwickeln, also dass es quasi so das Ideal wäre, aber dass Menschen mit Rassismuserfahrungen nicht immer zur Verfügung stehen müssen und auch nicht ihre Ressourcen aufwenden müssen in allen Alltagssituationen und so, um darüber zu sprechen. Also das ist quasi, so habe ich dich jetzt verstanden, auch so ein Wunsch oder auch eine Forderung, dass weiße Menschen sich auch selber suchen, wo kann ich mich zum Thema fortbilden und das nicht im Alltag auch für gerade, also die Erfahrung kenne ich auch für schwarze Menschen, dann auch einfach störend ist, jedes Mal der Erklärbär zu sein. Ja, also so ein Wunsch, ins Gespräch zu kommen, aber auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wann ist jetzt vielleicht einfach ein unpassender Moment, ja, und nicht zu erwarten, dass schwarze Menschen oder Menschen mit muslimischer Erfahrung jedes Mal zur Stelle stehen. So habe ich es jetzt verstanden. Genau. Ja, genau. Vielleicht kann ich da gleich mich anschließen, weil ich auch ähnliche Erfahrungen in meiner Zeit auf dem Gymnasium gemacht habe. Teilweise war ich sozusagen der Islamexperte als Muslim in der Klasse und muss dann im Ethikunterricht jede Frage beantworten, als wäre ich ein Riesengelehrter, wobei ich vielleicht einfach nur muslimisch gelesen wurde. Oder das war auch ganz hart. In einem Unterricht gab es einen Lehrer, der uns jedes Mal, also vor dem Unterricht, er hat sich sehr für Politik interessiert und dann kam er rein, so Bilal, in der Türkei ist und das passiert. Warum ist das passiert? Warum handelt der so? Und ich bin hier in Deutschland, ich habe nichts damit zu tun. Warum fragst du jetzt mich? Kannst dich doch selber irgendwie darum kümmern und dich reinlesen. Ne? Also man sollte sich auch mit den Themen auseinandersetzen, sich irgendwie versuchen, selber reinzulesen, sich kritisch auseinandersetzen. Und ja, das finde ich da auch sehr wichtig und gebe dir da auch recht, Selina. Vielen Dank, Bilali, auch nochmal für deine persönliche Erfahrung und auch deine Einschätzung zu dem Thema Repräsentantin als von einer Gruppe gesehen zu werden. Genau. So, genau, ich hatte ja noch eine Frage gestellt. Das fände ich ganz schön, wenn ihr da vielleicht noch ein, zwei Impulse mitgeben könnt, weil ihr ja jetzt auch unterschiedlich lange euch engagiert gegen Rassismus und auch schon Erfahrungswerte gesammelt habt. Was braucht es denn aus eurer Sicht, um auch längerfristig aktivistisch gegen Rassismus sein zu können? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Sonst schwätze ich einfach weiter. Genau, also Frage stelle ich deswegen, gerade auch, weil ihr, also das knüpft eigentlich auch gut an das Thema, was ihr jetzt auch gerade angesprochen habt, an dieses Thema, das Gefühl zu haben, immer präsent sein zu müssen und immer die Ansprechperson zu sein. Und besonders im Bereich Diskriminierung und Rassismus, da geht es mir ähnlich, werden wir dann sehr, sehr oft auch angesprochen. Und ich glaube, es braucht einerseits diese, wie gesagt, diese Sensibilität von der Mehrheitsgesellschaft,
Interesse zu haben, aber nicht jederzeit und auch zu wissen, okay, wo suche ich mir Informationen und wann es ist einfach auch unpassend oder auch übergriffig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch wichtig ist, weil ihr jetzt ja auch viel Erfahrung im Empowerment-Bereich habt, sich als Aktivistin und vor allem als Aktivistin mit anti-schwarzer Erfahrung oder anti-muslimischer Erfahrung auch sich also abzugrenzen, was ihr ja jetzt auch gesagt habt. Ja, also auch zu sagen, ich möchte hier diese Auskunft nicht geben. Ja, das finde ich zum Beispiel für mich persönlich ganz arg wichtig, sich auch abzugrenzen von triggernden Inhalten zum Beispiel. Das sind jetzt so individuelle Handlungsmöglichkeiten, die ich jetzt für mich zum Beispiel entwickelt habe. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass es noch mehr Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen braucht, wie Takt. Das ist das eine. Und vor allem glaube ich, dass es die Zugänge braucht, noch mehr Zugänge braucht zu einerseits unterschiedlichen Communities, die sich, ob sie sich migrantisch verorten oder schwarz verorten oder so weiter, das Wissen über Zugänge zu Ressourcen überhaupt erstmal zur Verfügung gestellt wird. Ja, weil es gibt so viele aktive Menschen und so viel Wissen in Communities, die marginalisiert sind, aber es ist oft gar nicht. Die Barrieren sind zu groß, ja, dass gar nicht gewusst wird, wie komme ich da überhaupt an finanzielle Ressourcen, um eine Gruppe regelmäßig zu organisieren und so weiter. Und das ist auch ein Anliegen von Takt. Das versuchen wir auch quasi an Menschen heranzutreten, die vielleicht ansonsten gar kein Projekt machen würden, aber super tolle Ideen haben, super tolle Skills haben, ja. Und das ist was ich denke, was in Tübingen, das ist auch, also auch vielleicht so eine Selbstkritik an Takt. Wir haben das gut geschafft, aber es ist auch schon jetzt in Bezug auf auch das Erreichen von Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht für das Thema interessieren, auch da zu gucken, da braucht es vielleicht auch noch neue Methoden und Strategien, um an Menschen heranzutreten, die jetzt keinen Zugang zum Thema Rassismus haben, weil sie vielleicht keine eigene Rassismuserfahrung haben oder weil sie einfach sich in sozialen Kontexten bewegen, die einfach andere Schwerpunkte haben. Das finde ich irgendwie wichtig, dass da auch noch, sage ich mal, so Wissensressourcen vielleicht braucht. Wie können wir auch noch Menschen erreichen, die nicht zu unserer, wir sagen das manchmal so schön, zu unserer Takt-Family gehören. Genau. Björn, ich fände es voll schön, wenn du auch noch eine Frage stellen könntest, so aus deiner Perspektive. Ja, vielen Dank, Josi. Das, genau. Ja, genau. Wir arbeiten ja bei ADIS auch einfach viel in verschiedenen Projekten auch viel mit Institutionen zusammen, mit Kommunen, Stadtverwaltung, Hochschulverwaltung, Jobcenter, Agenturen. Also so Institutionen, die, Selina, wenn ich dich jetzt vorher richtig verstanden habe, auch zum Beispiel die Stadt Tübingen nimmst du als weiß wahr oder auch das, als das Dominant sozusagen. Und solche Institutionen sind ja oft auch sehr weiß geprägt und vielleicht auch Teil von so einer dominanten Gesellschaft. Und bei unseren Beratungsprozessen mit solchen Institutionen zum Thema Diskriminierung ist es immer sehr hilfreich, so einen kritischen Blick zu haben von außen auf die Institutionen. Und deswegen nochmal die Frage an euch jetzt, also welche Perspektiven und Stimmen habt ihr aktuell persönlich oder aus euren jeweiligen Communities im Ohr, die Kritik an Institutionen in Tübingen äußern? Das wäre vielleicht das eine, der erste Schritt. Und das zweite, welche konkreten Forderungen und Wünsche oder Visionen habt ihr eigentlich in Richtung von Tübinger Institutionen? Welche Themen müssen die angehen? Wo seht ihr da Handlungsbedarf? Das würde mich interessieren. Wer möchte? Ich kann ja mal anfangen. Also Ich meine, so die Institutionen von Tübingen sind ja nicht nur die Institutionen von Tübingen, die sind ja in einen größeren Rahmen eigentlich gesetzt und da gibt es natürlich viel zu kritisieren. Also man kann bei der Arbeitsagentur, beim Jobcenter anfangen von der Art und Weise, wie Menschen dort behandelt werden und was für Anforderungen gestellt werden. Und man kann hin zu der Art und Weise, wie mit Geflüchteten umgegangen wird und wie Geflüchtete in Tübingen untergebracht werden, welche Repressionen sie erfahren und wie sie halt ihren Alltag irgendwie gestalten müssen in dieser Welt, die sie eigentlich gar nicht da haben will. Ich glaube, das aktuellste Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist im Kontext von Medien, von Zeitungen zum Beispiel in Tübingen.
und in der Art und Weise, dass halt auch in der Berichterstattung über meine Podiumsdiskussion, die auch stattfand, wurde auch ein Artikel veröffentlicht beim Schwäbischen Tagblatt, worüber ich und auch Black Vision und Weiß uns natürlich gefreut haben, weil also es ist schön, dass solche Themen in solchen Medien auch Präsenz haben. Aber man merkt, also ich habe zumindest gemerkt beim Lesen von diesem Artikel selber, dass da halt ganz viel Unwissen und ganz viel Distanz auch irgendwie noch da ist in der Art und Weise, wie über Rassismus und Schwarzsein in Deutschland geschrieben wird. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur davon kommen, dass diese Person weiß ist, sondern es kommt halt auch einfach davon, dass dieses Wissen gar nicht da ist. Und dann geht's halt auch wieder um Bildung, was halt so Projekte, die durch Takt gefördert werden, vielleicht schaffen kann. Aber gleichzeitig ist es halt nur ein kleiner Teil. Es ist so, also wie Josie so gesagt hat, es gibt verschiedene Ebenen, wie wir Rassismus und Diskriminierung angehen können, individuell, auf so Community-Level und halt aber auch strukturell und politisch. Und das heißt halt dann auch Forderungen zu stellen. Und in Tübingen, der letzte Artikel, wo Black Visions and Voices auch ein Statement rausgebracht hat, war ein Bericht von einem Lehrer, der mit Geflüchteten zusammengearbeitet hat in Tübingen. Und man weiß ja, dass Tübingen eine sehr engagierte Zivilgesellschaft hat, was auch sehr gut ist, denn Menschen wollen irgendwie helfen und sich engagieren und die Welt ein bisschen besser machen. Aber dass dieses Engagement halt nicht unbedingt mit rassismusfreiem Handeln oder rassismusfreier Berichterstattung und Erzählen von Erlebnissen mit einhergeht. Und dass halt so Artikel wie dieser, der erschienen ist im Tagblatt von diesem Geflüchtetenhelfer, ungewollt vielleicht sogar rassistische Einstellungen und Haltungen reproduziert und halt auch dadurch zu dem Paternalismus, was man halt in der Geflüchtetenarbeit mitbekommt und halt auch zu der Stigmatisierung von schwarzen Geflüchteten, im Besonderen halt Gambiern in Tübingen, beiträgt. Und ich glaube, also ein Aspekt wäre zum Beispiel, ja, auch mit so den, mit lokalen Medien anzufangen und da zu schauen, was man da machen kann. Und dann ist wieder die Frage, wer macht es und wer wird für diese Arbeit bezahlt, wer wird für diese Aufklärungsarbeit bezahlt, weil ja, politische Arbeit ist halt ganz oft unbezahlt, weil es nicht wirklich als Arbeit angesehen wird. Vielen Dank, Selina. Wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, siehst du schon Missstände. Du hast den Fokus jetzt nochmal auf Medien auch gelenkt und dann nochmal betont, dass eben auch bei, selbst wenn jetzt berichtet wird über eigentlich gute Projekte, dass dann eben auch durch Unwissenheit und Distanz zum Thema dann nochmal auch Rassismus reproduziert wird, und du würdest dir wünschen, dass dann nochmal mehr Wissen auch in solchen Institutionen auch sich angeeignet wird, damit das Sprechen irgendwie auch über Rassismus dort rassismusfreier stattfinden kann. Vielen Dank erstmal an dich, Selina. Bilal und Singa, habt ihr noch Impulse zu dieser Frage? Welche Perspektiven stimmen aus den Communities? Wo habt ihr Kritik an Institutionen im Ohr? Oder welche konkreten Forderungen oder Wünsche oder Visionen habt ihr in Richtung von Tübinger Institutionen? Welche Themen müssen die angehen? Wo seht ihr Handlungsbedarf? Also falls ihr einen Impuls habt. Also. Ich könnte vielleicht einen Satz dazu sagen und mich Selina wieder anschließen mit dem Wissen. Wie ich vorhin auch gesagt habe, diese kritische Auseinandersetzung, das Aneignen von Wissen ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Und das muss überall geschehen, in jeden Institutionen, sei es jetzt schon von Beginn an in der Schule, an der Universität, bei der Bundesagentur für Arbeit, oder was auch sehr wichtig ist, natürlich auch bei der Polizei, weil es da halt auch leider Probleme gibt bezüglich Rassismus. Ja, ich würde dem zustimmen. Ich finde, also auch in Deutschland, aber insgesamt, Rassismus ist ziemlich tief verankert in den Menschen und in der Gesellschaft, und es ist, glaube ich, schwer zu sagen, okay, diese eine Institution oder diese eine Gruppe an Menschen etc. Muss jetzt aufgeklärt werden. Das ist einfach etwas, was insgesamt, also
insgesamt getan werden muss. Also es muss insgesamt aufgeklärt werden. Und ich finde, wie Bila sagt, diese kritische Auseinandersetzung ist super wichtig und zu sehen, dass manche Menschen eben privilegierter sind als andere und dass man das anerkennt, dass man zum Beispiel als weiße Mehrheitsgesellschaft privilegierter ist als marginalisierte Gruppen, die eben Rassismuserfahrungen machen. Und solange die Menschen oder selbst ich muss ständig an mir selbst arbeiten, also Menschen insgesamt sollten immer an sich selbst arbeiten, um bessere Menschen zu werden. Aber wenn man privilegiert ist, ist es einfacher, sich zurückzusetzen und zurückzulehnen und das nicht zu tun, weil die Dinge so wie sie sind, einfach sind und schön sind, ohne dass man sich umsieht und denkt, okay, aber während ich mein Leben genieße, leiden andere. Und ich finde es einfach schwer zu sagen, okay, wir müssen unbedingt an der Polizei arbeiten oder in den Medien und das ist alles gut und wichtig, aber wir müssen an der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, arbeiten, weil einfach das Problem ein gesellschaftliches Problem ist und nicht eins von einer bestimmten Institution, finde ich. Ja, kann ich noch kurz was sagen? Ich finde so, was Nsinga gesagt hat, zeigt halt auch, ich meine, Institutionen bestehen ja aus Menschen und Menschen machen ja Institutionen. Und wir sagen immer, wir müssen so Strukturen durchbrechen, wir müssen Institutionen transformieren und im Endeffekt müssen wir halt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unsere eigenen Denkweisen, Denkmuster, Handelsmuster halt eigentlich einfach auch durchbrechen und, wie Nsinga halt gesagt hat, an unserer Gesellschaft arbeiten. Also ein starkes Plädoyer habe ich da jetzt nochmal rausgehört, auch nochmal an Reflexionsprozesse von den Menschen in den Institutionen und da nochmal auch einfach, also der Fokus war jetzt gerade auf Wissen, weniger auf Strukturen, sondern einfach an Wissensproduzieren und Reflektieren über das Handeln, genau. Also vielen Dank für diese Perspektive auf das Feld. Würde ich nochmal zurückgeben an dich, Josie. Ich glaube, wir müssen mit den Fragen dann irgendwann mal... Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum schon auf Kohlen sitzt und wir haben jetzt nur noch knappe 20 Minuten. Ich möchte euch erstmal ganz herzlich danken für eure Beiträge. Ich wollte noch was ganz kurz zum Thema Reflexion und Räume für Reflexion ansprechen. Also wie Sie und ihr jetzt auch gesehen habt, gibt es hier zum Beispiel schon eine ganz große Expertise auch an Fachwissen zum Thema Diskriminierung oder Rassismus beziehungsweise speziellen Rassismusformen. Und es ist inzwischen zum Glück 2021 so, dass wir auch ein sehr großes Repertoire haben an Menschen, Gruppen und Organisationen, die auch bereit sind, da entweder ins Gespräch zu gehen oder auch Menschen zu schulen. Und deshalb, genau, freue ich mich besonders, dass hier auch nochmal aus so einer Perspektive auch über dieses Thema gesprochen wird. Aber jetzt möchte ich gerne das Forum eröffnen für die Menschen, die hier noch relativ versteckt mithören und mitschauen. Sie und ihr, wenn es jetzt Fragen gibt aus dem Plenum, aus dem großen Plenum, bitte einfach melden, also per Mikro oder Björn, per Mikro oder auch per Chat, gerne an uns als ADIS, aber auch an die Podiumsgäste. Und gerne auch die Kamera anmachen. Also ihr und sie dürft euch jetzt gerne auch zeigen, das steht euch frei, ob mit oder ohne Bild. Bin mal gespannt, ob es hier nochmal Fragen gibt an diese Runde, vielleicht auch Ergänzungen, gerne auch Themen, die jetzt heute nicht besprochen wurden, also es muss nicht unbedingt eine formulierte Frage sein. Ja, hallo. Wir hören Sie gerade, also ich höre Sie noch nicht. Ja, ich fand es nochmal spannend mit den Institutionen, weil ich möchte da ein bisschen widersprechen, und zwar, weil ich finde, wenn zum Beispiel im öffentlichen Dienst Leute mit einem anderen Hintergrund nicht eingestellt werden, kann sich Privatwirtschaft auch fragen, ja, wieso sollten wir? Also ich finde, dass Institutionen auch eine Vorbildfunktion für die ganze Gesellschaft haben.
Also nochmal eine Stimme dafür, dass sich auch Institutionen da, also öffentliche Institutionen nochmal auch in ihrem Einstellungs- und Bewerbungsverfahren bewegen müssen. Ist das richtig? Habe ich Sie da richtig verstanden, Frau Hahn? Okay, vielen Dank. Dankeschön. Gibt es noch weitere Stimmen zu den unterschiedlichen Themen, die wir heute gestrichen haben? Empowerment, Rassismuskritik oder gerade auch ganz speziell Themen, die Tübingen betreffen? Okay, wenn nicht, fände ich es eigentlich ganz toll, Björn. Falls jetzt, also ich könnte nicht weiter. Halt, ja, okay. Oh, sorry. Hallo. Hallo, hier ist die Lucia Köberlein. Ich wollte mich erstmal bedanken an alle, die auf dem Podium saßen, für die Beiträge. Ich habe mit großem Interesse zugehört. Und natürlich sind einige Fragen aufgekommen. Aber das sind jetzt also zum Beispiel weiße Räume, schwarze Räume. Wie gestalten wir gemeinsame Räume? Wäre für mich auch noch eine wichtige Frage. Und wo sind gemeinsame Räume? Zum Beispiel war das ja schön bei der Demo, Black Lives Matter, war wirklich eine, also wie kann Solidarität gestaltet werden, wäre für mich so eine wichtige Frage. Und danach ist ja auch ganz viel passiert, auch in die Institutionen rein. Also das hatte ja wirklich Wirkung. Es ist viel passiert, und zwar der Integrationsrat hat zum Beispiel also das aufgegriffen, hat quasi im Gemeinderat nochmal das Wort genommen und erzählt, was Alltagsrassismus bedeutet. Es wurde zum Beispiel gesagt, wir brauchen eine Antidiskriminierungsfortbildung in zum Beispiel in der Ausländerbehörde, aber auch in anderen Bereichen, wo öffentliche Verwaltung sozusagen mit Menschen aus der Stadt in Berührung kommt und auch mit der Vielfalt der Menschen in Berührung kommt. Und was mich sehr interessiert und ist, also Tübingen als sehr weiße Stadt, das stimmt ja. Tübingen ist nicht nur eine sehr weiße Stadt, sondern auch eine sehr akademische Stadt. Also sie ist jetzt nicht die Multi-Vielfaltstadt. Es ist schon eine bestimmte Gruppe, die hier sehr, sehr stark vertreten ist und auch ihre Interessen stark vertritt. Und da frage ich mich immer, wie können wir es schaffen, dass Menschen ihre eigenen Privilegien in Frage stellen? Also was kann da motivierend wirken? Und da denke ich schon, dass wenn viele Leute aktiv sind und auch öffentlichkeitswirksam aktiv sind, kann da schon was passieren. Das glaube ich schon. Also in dem Sinn wollte ich allen nochmal auch Danke sagen für das Engagement, weil das hilft uns allen weiter. Und mit dem antimuslimischen Rassismus, das beschäftigt mich natürlich auch sehr, weil manche Menschen, die den Versuch machen, sich zu öffnen, oder auch Vereine, die sich öffnen, das kommt ja nicht immer gut. Also das kann ja manchmal auch daneben gehen. Und da frage ich mich schon, wie können wir die Öffnung gut gestalten? Also dass es wirklich eine positive Erfahrung auch wird. Das sind so Fragen, die mich umtreiben und vor allem ich bin ja sozusagen so eine Brücke, so eine Brückenfunktion auch. Ich muss mir immer überlegen, wie können wir schwierige und konfliktreiche Dialoge produktiv gestalten? Das ist so eine Frage, die mich dauernd bewegt. Also, weil, wenn es so polarisiert, also wenn alle in ihrer Blase sprechen, finde ich das schade. Und also ich frage mich immer, wie kriegen wir die Blasen auch manchmal, also wie kriegen wir auch manchmal Bündnisse hin oder die Blasen geöffnet, so dass wir alle weiterkommen. Das sind die Themen, die mich sehr beschäftigen, und da freue ich mich echt, wenn viele auch, dass ich mit vielen mitdenken kann. Dankeschön. Also so eine ganz konkrete Frage habe ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich auch sagen, ich freue mich schon auf die neuen Projekte. Spannend. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Lucia Köberlein spricht auch für sich, aber auch ist auch bei der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, weil das hast du jetzt nicht dazu gesagt, Lucia. Also auch wegen dem Brückenbauen, und dass es auch Themen sind, die uns als Takt tatsächlich auch beschäftigen.
Und vielleicht, wenn wir jetzt auch noch 10 Minuten haben, vielleicht können wir auch noch über dieses Thema sprechen. Also wie können die unterschiedlichen Nutzer, jetzt glaube ich Bubbles oder Blasen genannt, wie können wir die auch zusammenbringen? Also aus so Reflexionsräumen und aus Empowerment-Räumen auch wieder zusammenkommen, um Solidarität zu formieren und das quasi auch zu leben, was wir uns ja, glaube ich, letztendlich alle als Vision wünschen, dass wir gleichberechtigt zusammenleben, glücklich zusammenleben. Das finde ich schon nochmal eine spannende Frage auch für uns. Und was ich auch sehr, sehr wichtig und was ich jetzt gerne nochmal sagen möchte, weil du es auch gesagt hattest, Lucia, zum Thema antimuslimische Reaktionen, also wie viel Mut und auch Überwindung es tatsächlich auch braucht, sich als marginalisierte Person in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, also das ist auch, indem ich mich in der Öffentlichkeit zeige, auch mit Projekten und mit meiner Perspektive, mit meinen Erfahrungen, mache ich mich auch verwundbar. Und ich glaube, das ist vielen Menschen auch in Tübingen gar nicht bewusst. Ja, also da ist es, geht's auch aus meiner Sicht nicht mehr um Kritik, sondern um Diffamierung auch. Und es würde, da würde ich, das ist ein Wunsch, den ich habe an Tübingen, an die Gesellschaft in Tübingen, da nochmal ein Bewusstsein und auch eine Sensibilität dafür zu bekommen, zu entwickeln, wie viel Arbeit und wie viele Schritte es eigentlich braucht, bevor ich mich als Individuum oder als Gruppe tatsächlich auch präsentiere in der Öffentlichkeit in meinen Themen. Das betrifft auch Taktprojekte. Das ist mit einem großen Mehraufwand verbunden. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Aber anerkannt, wie Lucia es ja auch sagt. Also es wird, kommt natürlich auch viel Anerkennung und auch viel positives Feedback. Feedback wird an Projekte herangetragen. Gerade auch die Podiumsdiskussion. Also ich habe euch beide damals eure Projekte begleitet. Deshalb kenne ich da die Feedbacks jetzt näher als die von anderen Projekten, die ich nicht beraten habe. Auch viel Aha-Momente bei Menschen. Auch Feedback von die Podiumsdiskussion war mega empowernd, mich in einem Vorlesungsraum, ja genau, also in dem Uniraum zu befinden, der sehr stark besucht war von schwarzen Menschen. Schon allein das ist für viele schwarze Menschen empowernd, aber auch von weißen Menschen, die gesagt haben, es war einfach eine mega, mega inhaltlich wichtige Veranstaltung, sehr reichhaltig und so weiter. Und auch dein Workshop mit Singa hat, also diese Workshops haben schon auch, obwohl es Empowerment-Workshops sind, die geschlossen sind, haben aus meiner Sicht auch Diskussionen in Tübingen angestoßen. Ja? Und unterschiedliche Reaktionen, aber eben auch positive Reaktionen. Genau, Björn oder ihr alle. Ja, genau, ich würde auch nochmal an das Publikum nochmal jetzt die Gelegenheit richten. Also wer jetzt dann doch nochmal sich eine Frage zurechtgebastelt hat, gerne in den öffentlichen Chat schreiben oder das Mikro anmachen und einfach drauf los. Einfach nochmal die Gelegenheit an die drei Gäste hier vor allen Dingen, nochmal Fragen zu stellen. Ja. Kann ich noch was sagen zu dem Aspekt von Solidarität, was sie angesprochen hat? Ja. Also ich finde, Solidarität ist, also ist zentral und das ist wichtig. Und Solidarität heißt ja auch irgendwie empathisch zu sein dem anderen gegenüber. Und für mich war es auch sehr, ja, ich hatte gemischte Gefühle, als das mit den Black Lives Matter Demos so hochgekommen ist in Deutschland und auch weltweit. Weil einerseits dachte ich mir, wow, es gibt so viele Leute, die sich damit beschäftigen, die auf die Straße gehen, die wollen, dass es aufhört. Und es sind nicht nur Leute, die von Rassismus oder verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind, sondern halt auch Menschen mit vielen Privilegien, die ihr Leben meistens ohne Rassismus oder Diskriminierung leben können. Und andererseits dachte ich mir, okay, warum kommt es erst jetzt, vor allem in Deutschland? Warum kommt das, wenn halt jemand in den USA, wenn ein schwarzer Afroamerikaner ermordet wird, und warum sind diese Demonstrationen nicht gekommen, nachdem der rechtsterroristische Anschlag in Hanau passiert ist im Februar? Und was bedeutet das eigentlich, wenn Leute dann anfangen, sich in diesem Kontext von diesen Black Lives Matter Demos auch in Social Media vor allem so zu engagieren? Ist es wirklich
Also ist es nur performativ oder wollen die Menschen wirklich was ändern? Machen sie das jetzt, weil das ein Trend ist? Oder was können wir daraus nehmen? Und ist das eigentlich wirklich echte Solidarität in dem Sinne? Also darf ich da, können wir jetzt einfach so miteinander sprechen? Oder schön. Also diese Geschichte zum Beispiel, ist es jetzt ein Trend und ist es also einfach und veräppt dann einfach wieder, ist es echte Solidarität? Also ich meine schon, dass es vielleicht bleibt es nicht immer so hoch, das Level, das Aufmerksamkeitslevel, aber ich glaube schon, dass da einiges in Gang gekommen ist, wirklich. Das andere ist, dass diese Geschichte ist eine, also es ist ja schon uralt. Also ich habe meine Eltern zum Beispiel, ich komme ja aus einer Generation, ich bin jetzt 62 Jahre alt, ich komme aus einer Generation, wo die Eltern noch den Faschismus erlebt oder mitgelebt haben, das weiß ich, manchmal weiß man es gar nicht so ganz genau. Und wir haben immer gefragt, was habt ihr getan und wie konnte das passieren? Und es hieß dann oft, sei du mal nicht so vorlaut, wenn du damals gelebt hättest, hättest du vielleicht auch nicht so viel machen trauen. Aber jetzt haben wir dann gesagt, jetzt könnt ihr was machen. Gerade ihr, also diese Generation, die damals jung oder mittelalt war, jetzt könntet ihr aufstehen und gegen Rassismus den Mund aufmachen. Aber ich glaube, ja, es hat mich so, also es war immer die Frage der Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus. Selbst in der Frauenbewegung war das, in den 60er Jahren ging das schon los, diese Auseinandersetzung. In den 80er Jahren wurde sie ganz stark geführt. Und dann noch im Zusammenhang mit Frauen, mit muslimischen Frauen und dem muslimischen Kopftuch, da ist es ja dann so richtig explodiert sozusagen. Und da kam es so richtig zu heftigen Auseinandersetzungen. Und es ging dann manchmal so weit, dass es auch zu Spaltungen kam, also dass Bündnisse gekracht sind sozusagen. Und das ist wirklich für mich eine ganz spannende Geschichte. Wie können wir das schaffen, dass wir ja, also tragfähige Bündnisse, tragfähige solidarische Bündnisse hinkriegen und dennoch vielleicht nicht in allem immer einer Meinung sind, aber weil Bündnisse schließen kann manchmal auch wehtun, also das ist nicht immer angenehm. Komme ich nach Hause, reg mich auf oder so und bin noch 100% unter Adrenalin. Aber nur wenn wir, also ich denke immer noch, nur wenn wir vieles hinkriegen, wir auch was bewegt. Ja, also dieses Bündnis erschließen, da plädiere ich sehr dafür, aber ich weiß, dass das manchmal sehr anstrengend ist und dass dann diese Empowerment-Räume auch wieder gut sind. Aber immer wieder rauszugehen und zusammen, also viele zu sein, das finde ich wichtig. Also das ist meine Meinung jetzt so. Mhm. Vielen Dank, Lucia Köberlein. Susanne war auch kurz hier mit dem Mikro an. Ich weiß nicht. Bin auch noch da. Ja. Hört ihr mich? Was? Ja. Mhm. Wir haben den. Ich wollte, also ich stimme, Lucia, ich stimme in vielen zu. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich komme von der Volkshochschule, dass wir immer in Bubbles bleiben, solange wir nicht institutionell so einen Druck auf ausüben können, dass die Institutionen sich damit befassen. Einfach, weil wir einen Zustand haben. Und das würde ich mir in Tübingen wirklich sehr wünschen. Wir sind eine kleine Stadt, dass wir da einen positiven Druck aufbauen, indem wir Angebote schaffen zu Antidiskriminierungsarbeit, wo sich Arbeitgeberinnen, Vereine, die Verwaltung, die mitnehmen können, dass die sich da reinkommitten. Ich war in so vielen Bubbles, das kriege ich nicht in die Breite. Und ich glaube, dieses Thema muss in die Breite. Und es geht nicht, indem man das, was weiß ich, also indem ich immer darauf hoffe, dass irgendwer sich für dieses Thema interessiert. Wir als weiße Mehrheitsgesellschaft sind da in der Pflicht. Punkt.
Und ich glaube, das würde ich mir für Tübingen wünschen, weil es mir in Tübingen sehr einfach erscheint, da vielleicht auch mal eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen, vielleicht über Takt, um da dann also nachhaltige Sensibilisierung hinzubekommen. Ich mache die Bubbles gern, ehrlich, Bubbles sind super. Folklang war toll, Empowerment ist auch toll, aber ich muss es in die Breite tun. Und wenn ich dann irgendwo in eine andere Stadt gehe und mit Leuten rede, die eine andere Verwaltung haben, die haben mit dem Thema überhaupt gar nichts am Hut. Die tun so, als gäbe es es nicht. Und ich meine, und solange man hier in Deutschland tun kann, dass es keinen Rassismus gibt und keinen antimuslimischen Rassismus, also solange das möglich ist, und ich bin da pessimistisch, also ich bin pessimistisch im Sinne von, dass ich vermute, dass die Mehrheitsgesellschaft das als nicht großes Problem empfindet. Und ich möchte einfach appellieren, dass Entscheidungsträgerinnen und was weiß ich, Leute wie ich oder irgendwie Planerinnen, die also sich dem Thema verpflichtet fühlen quasi. Und die schwarzen Menschen oder die geflüchteten Menschen, die sind unsere Ratgeberinnen. Also so hätte ich das einfach gern, dass wir da mal in die Gänge kommen. Also in die Breite. Tübingen ist, was das angeht, wirklich gut. Und ich bin auch echt froh, dass ich hier leben kann. Aber man muss, also als Tübingerin muss man echt aufpassen, dass man andere Realitäten auch noch zur Kenntnis nimmt. Und das war es jetzt erstmal. Vielen Dank. Und vielen Dank euch auch für eure Berichte. Vielen Dank, Susanne, noch für deinen Beitrag. Sehr, sehr wichtig. Also auch nochmal der Appell an die Institutionen, sich ernsthaft mit dem Thema, längerfristig mit dem Thema auseinanderzusetzen und strukturell etwas zu verändern. Also du hast auch nochmal also sehr stark auch dargestellt, wie du die Institutionen auch siehst und was es eigentlich auch für weiße Menschen bedeutet. Hast gesagt, du bist da pessimistisch, das finde ich jetzt so zum Schluss schwierig. Zum Schluss noch mal was Positives. Ja, sorry. Ja, also positiv ist so. Ich glaube, ich schalte mich jetzt mal ein. Aber, wie bitte? Lucia? Ich glaube, ich habe auf was Falsches gedrückt. Erlauben. Aber du möchtest nichts sagen, weil dann würden wir jetzt zum Abschluss kommen. Doch, ich wollte was sagen. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil wir tatsächlich einiges, wir haben doch zusammen jetzt zum Beispiel für die Stadt jetzt, die hat ja einen, also da gibt es ja viele Institutionen, haben wir doch was zusammen entwickelt bei TAKT. Der TAKT-Rat hat mitgestaltet, wie Antidiskriminierungsrichtlinien für die Stadt aussehen sollen. Diese wurden im Verwaltungsausschuss, also die gingen dann an den Verwaltungsausschuss, die zuständigen Einrichtungen haben die vorgelegt bekommen und die wurden einstimmig erstmal jetzt so beschlossen. Das heißt, es wird Fortbildungen geben, auch verbindliche Fortbildungen, diskriminierungssensible Fortbildungen. Wir sind auf dem Weg, der Björn ist dabei, eine AGG, Beschwerdestelle in der Verwaltung, also in der Stadtverwaltung einzurichten. Also der Gemeinderat ist aktiv dabei, auch Anträge zu stellen im Haushalt, dass zum Beispiel diskriminierungssensible Fortbildungen tatsächlich auch durchgeführt werden und dafür auch Geld bereitsteht. Also das ist jetzt nicht, das bewegt jetzt nicht die ganze Welt, aber wir haben dennoch etwas bewegt und da können wir auch uns freuen. Also es gibt auch Kraft, wenn man sieht, wir haben auch was bewegt und was hingekriegt. Ich finde es total wichtig, dass wir uns auch freuen, immer wieder. Und das gibt ja Push. Und ich freue mich total über diese Dinge, dass die durchgekommen sind. Vor 10 Jahren war das noch gar nicht in der Diskussion. Ja, also nochmal ganz kurz zusammenfassend, weil wir schon über der Zeit sind.
dass es sehr viel zu tun gibt, aber dass sich auch viel tut und auch getan hat und dass auch Prozesse gestartet wurden, dass auch auf struktureller Ebene sich in Tübingen was verändert und auch diskriminierungskritisch durchgesetzt wird. Das finde ich sehr schön, dass du das nochmal betont hast, Lucia, und auch, dass TAKT da auch eine Rolle auf jeden Fall spielt, eine Rolle hat. Susanne Christl hat nochmal geschrieben, deswegen ist sie ja froh, in Tübingen zu leben. Also, und ich bin auch sehr froh, in Tübingen zu leben, vor allem deshalb, weil ich hier in Tübingen so tolle Menschen wie euch hier kennengelernt habe. Bilal, Nzinga und Selina, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr über euren Aktivismus gesprochen habt, aber auch über eure biografischen Erfahrungen. Das finde ich auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank, dass ihr so offen wart, seid. Es war mir eine Freude, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Ich würde jetzt am liebsten noch Stunden weiter mit euch sprechen, aber vielleicht gibt es ja noch mal eine andere Veranstaltung oder auch in anderen Kontexten. Und dir, Björn, vielen, vielen Dank fürs Technikmachen und auch noch mal inhaltliche Impulse einzubringen. Und natürlich an die Gäste, also an das Publikum, vielen Dank, dass ihr und sie dabei wart. Ich hoffe, viele von Ihnen und euch, auch wenn ich im Moment niemand sehe, in anderen Kontexten, Taktkontexten wiederzusehen. Wir haben einige tolle Projekte, wie gesagt. Schaut bitte auf die Webseite. Wir haben inzwischen auch ein Newsletter, ein Takt-Newsletter. Ich hoffe, dass da auch auf der Webseite die Adresse steht, über die Sie und ihr euch dann anmelden könnt. Falls ihr den Takt-Newsletter bekommen wollt, dann würdet ihr quasi Mails bekommen mit allen Takt-Veranstaltungen. Jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank an euch drei und habt noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis bald. Hier kommt nochmal ein von Jasmin B. ein herzliches Dankeschön für die Beiträge. Euch allen alles Gute. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.